Im heutigen Video haben wir einen besonderen Gast, und zwar Elisa Winter. Sie hat einen sehr, sehr coolen YouTube-Kanal und ist obendrauf sehr, 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 sehr sympathisch. Und heute wird sie euch erklären, wie man in der Oberstufe glücklich und selbstbewusster wird. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschild. Und für mich ist es ja immer eine Herzensangelegenheit, euch nicht nur zu euren bestmöglichen Noten zu verhelfen, sondern auch dafür zu sorgen, dass ihr im Prozess, in dem ihr diese Noten erreicht, ein sehr gutes Gefühl habt. Und da habe ich schon einige Videos dazu gemacht, und heute haben wir eine besondere Kooperation, und zwar mit Elisa Winter, die da auch sehr, sehr bewandert ist. Und ich möchte jetzt eigentlich auch gar nicht mehr viel mehr sagen und ihr hier die Bühne auf meinem Kanal überlassen. Ich habe auch ein Video auf ihrem Kanal gemacht, jetzt checkt auch gerne ihren Kanal aus. Und jetzt, Elisa, deine Bühne für dich. Spürst du ständig den Druck, etwas für die Schule machen zu müssen? Mittlerweile kannst du sogar deine Wochenenden nicht mehr ohne schlechtes Gewissen genießen? Das muss absolut nicht sein. Heute schauen wir uns mal an, wie du deinen Schultag trotz Zeitdruck organisierst und pro Woche mehr Stunden sparst und dich genau das eben auch gleichzeitig zu einem glücklichen und entspannten Abiturienten macht. Klingt gut? Na dann, let's go! Hey Leute, ich bin Eliza, und leider ist Stress und Druck in der Oberstufe schon fast normal. Es wird von jedem einzelnen Schüler viel abverlangt, aber keiner spricht darüber, wie man das Ganze auch meistern soll und dabei auch noch ein glückliches und zufriedenes Privatleben hat. Daher schauen wir uns heute mal drei fundamentale Grundlagen an, die mir damals als Schüler sehr geholfen haben und ich diese Grundlagen sogar in meinem Ingenieurstudium an der Universität weiter ausgebaut habe. Denn ich bin von ihnen absolut überzeugt. Also kommen wir zu unserer Grundlage Nummer 1. Deine mentale Einstellung. Keine Sorge, jetzt kommt auch nicht der Tipp, dass du es besonders stark wollen musst und beiß doch einfach mal die Zähne zusammen. Tatsächlich ist genau das Gegenteil der Fall. Wir müssen es schaffen, lockerer zu werden. Denn mit viel Stress und Druck erreichst du vielleicht mal eine gute Note oder mal eine gar nicht so schlechte Note. Wenn du aber dauerhaft Spitzenleistungen erzielen willst und sehr gute Noten erreichen möchtest, müssen wir hier anders vorgehen. Aber lass uns das mal kurz genauer anschauen. Es ist nämlich so, dass wir in der Tat unser Gehirn nicht nutzen können, ohne es zu verändern. Überlege daher genau, wie du es prägst. Wenn du dir Stress und Druck machst und unbedingt eine schlechte Note verhindern willst, sendet dein Körper Stresshormone aus und dein gesamter Körper ist angespannt und verbraucht mehr Energie als nötig. Zusätzlich prägst du auch dein Gehirn mit dem Verhalten darauf, das Lernen als etwas Schlechtes zu sehen. Da der Mensch vor allem ja Schmerz verhindern will, wirst du auch irgendwann mit dem Lernen schon anfangen, meist aber viel zu knapp. Das ist aber noch nicht alles. Durch die Erfahrung, die dein Körper und dein Gehirn gemacht haben, werden sie sich in der nächsten Lernphase noch mehr sträuben, mit dem Lernen anzufangen. Und so passiert es eben, dass du die Sachen immer weiter und weiter aufschiebst. Ja, das klingt jetzt nicht so gut. Tatsächlich gibt es hierfür aber eine sehr einfache Lösung. Auch wenn es dir jetzt aktuell noch schwerfällt, daran zu glauben, versuche einfach mal locker zu werden und nicht daran zu denken, bloß eine schlechte Note zu verhindern, sondern überlege dir mal, was du alles mit sehr guten Noten machen kannst. Was ist dein Warum? Wieso willst du einen guten Abschluss? Und dein wahres Warum muss sich nur für dich gut anhören, für niemand sonst. Deine komplette mentale Einstellung wird sich ändern, wenn du übrigens, nicht nur was die Schule betrifft, so an die Sachen herangehst. Auch mit positiven Emotionen wird der Lernstoff viel effizienter von deinem Gehirn aufgenommen und dein Körper ist auch nicht damit beschäftigt, Stresshormone zu produzieren. So, kommen wir aber mal zu unserem Punkt Nummer 2, und zwar: Halte dich in Balance. Es klingt nach so einem einfachen, vielleicht sogar unnötigen Tipp, aber du darfst nicht vergessen, du bist keine Maschine oder ein Computer, der nur da ist, um Wissen abzuspeichern. Dein Körper braucht Bewegung und deine Seele braucht auch mal den Austausch und den Kontakt zu anderen Menschen. Und je mehr und intensiver du lernst, desto mehr verlangt auch dein Körper nach Bewegung. Wenn dir beim Lernen sogar solche Gedanken kommen wie: Ich würde jetzt sogar lieber meine Wohnung putzen oder ähnliches, ist es tatsächlich ein Signal deines Körpers, dass er jetzt Bewegung braucht. Mach daher zwischen deinen Lernpausen mal ein paar Liegestützen oder geh eine kleine Runde draußen laufen. Glaube mir, das hat einen riesen Effekt auf deine Produktivität und vor allem auch auf deinen Fokus, da dein Körper nicht nur durch die Aktivität Stresshormone abbaut und Glückshormone freisetzt, sondern du auch kurz mehr Sauerstoff versorgt wirst. Das tut deinem Lernen und vor allem deinem Gehirn sehr gut. So wirst du auch auf Dauer ausgeglichener und dich auch glücklicher fühlen. Probiere es einfach mal aus und etabliere Sport idealerweise auch als eine Gewohnheit.
kommen wir aber mal zu unserem Punkt Nummer 3, und zwar standardisiere es zu planen. Unser Alltag ist wirklich voll von Dingen, die erledigt werden wollen. Dein Gehirn versucht hier zwanghaft einen Überblick zu behalten, dass man sich dabei mal überfordert fühlt und das Gehirn dann auch an einem Wochenende nicht entspannen kann und Druck macht, beziehungsweise einem das Gefühl vermittelt, dass da eben noch was ist, was man unbedingt erledigen muss. Diesen Druck und Stress kannst du aber ganz leicht entgehen, indem du die Dinge förmlich aus deinem Kopf ziehst und auf Papier bringst und eben auch so eine Ordnung reinbringst. Du wirst schnell merken, wie das deinen Kopf entlastet und beruhigt. Und wenn du deinen Tag mit einer realistischen To-Do-Liste planst, wird diese dich auch nicht frustrieren, sondern deine Stütze sein, sich nicht im Alltag zu verlieren. Realistisch planen bedeutet auch, dass 2 Stunden am Stück zu lernen überhaupt nichts bringt. Vielleicht kennst du auch die Pomodoro-Technik? Wenn nicht, dann schau sie dir unbedingt mal genauer an, denn hier unterteilst du deinen Lernstoff zum Beispiel in 20-Minuten-Einheiten, in denen du super fokussiert bist und dich auch nicht ablenken lässt. Denn, naja, also auch bei der Ablenkung verschwendest du nicht nur eine Menge Zeit, sondern auch Willenskraft, da du einmal versuchst, der Ablenkung zu widerstehen und wiederum wieder Willenskraft brauchst, um dich wieder an die Arbeit zu setzen. Also Stress in der Schule kannst du definitiv vermeiden, aber sei dir auch bewusst, dass es das Abitur nicht geschenkt gibt. Dafür kannst du aber dann auch zu Recht stolz sein, es gepackt zu haben. Wenn du dich übrigens auch manchmal fragst, ob du gerade überfordert bist oder es dir doch an Disziplin fehlt, dann schau dir gerne dieses Video jetzt an. Ansonsten an dieser Stelle nochmal ein dickes Danke an Leo, dieses kurze Video mit euch teilen zu können, und gebt doch gerne einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen und vor allem auch geholfen hat. Und in diesem Sinne, euch vom Herzen noch das Beste, und wer weiß, vielleicht sehen wir uns schon zum nächsten Video.